Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus Bad Vöslau. Wir sind soeben mit der Bahn angereist, kommen aus der Richtung, da hinten ist der Bahnhof und in die Richtung geht es dann weiter Richtung Thermalbad und Kirche und eigentlich wollen wir heute auf dem Harzberg zu den Kängurus gehen und jetzt schauen wir mal darüber rein in den Schlosspark. Das erste, was es hier zu sehen gibt, sind diese Steinvasen. Ich habe jetzt parallel dazu im Internet eine Seite geöffnet. Hier ist die Rede von den sogenannten Zaunervasen. Schauen wir uns einmal eine genauer an. Wie man sieht, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt, ich komme mit der Kamera leider nicht so weit hin. Da sind Reliefs drauf. Ja, und insgesamt gibt es hier 4 Stück davon. Ein weiteres Merkmal sind hier die, wie beschrieben steht, imposanten Riesenplatanen. Ich nehme mal an, dass das eine davon ist. Und das Haus, was man da hinten sieht, das dürfte das Rathaus sein, aber da schauen wir dann noch extra vorbei. Weiters gibt es hier noch einen Wasserspielplatz. Ich nehme mal stark an, dass der da drüben bei dem Spielplatz sein wird. Im März vielleicht noch nicht benutzbar. Das Rathaus von Bad Vöslau auf der anderen Seite vom Schlosspark. Café Thermalbad, wohl auch schon länger geschlossen. Kann man nicht vorstellen, dass es nur wegen Corona geschlossen hat. Und da rechts das Gebäude, das ist das eigentliche Thermalbad von Bad Vöslau. Da war ja auch letztes Jahr der Start vom Lindkugeltrail, das werde ich euch verlinken. Und da war auch letzte Woche der Start vom Lindkugeltrail. Allerdings hat dieser Lauf nur, wie soll ich sagen, es war kein virtueller Lauf, aber er hat auch nicht so richtig stattgefunden. Es hat einen Start-Ziel-Bereich gegeben, also es konnte jeder laufen, aber es war eben nicht moderiert oder in irgendeiner anderen Art und Weise ein offizielles Rennen. Das soll, wenn mich nicht alles täuscht, im Oktober stattfinden. Und noch ein Stück weiter rechts sieht man das Hotel Stephanie. Wir schauen jetzt darauf zur Kirche. Da kriegt man Lust auf Urlaub in Bad Vöslau. Die Frage, die wir uns gerade gestellt haben, war das vielleicht mal ein Hotel? Das Rätselslösung. Die Pfarrkirche von Bad Vöslau. Nach einer kurzen Inspektion der Kirche geht es für uns jetzt darüber. Das ist der Turm, den ich zeige. Da wir immer auf dem Harzberg. Dort oben soll es nämlich Kängurus geben. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Man findet überall im Ort, wo es etwas zu sehen gibt oder in dem Fall gab, diese Hinweistafeln. Und ich finde es total spannend, dass hier einst das Hotel Hallmeier stand, das vornehmste von Vöslau, während es jetzt hier so aussieht. Gut, für uns geht es die Stiegen links weiter Richtung Harzberg. Wie man hier gut erkennen kann, bieten sich hier unzählige Wandermöglichkeiten an. Wir nehmen die Harzbergrunde, die zweitkürzeste Runde, die es da im Angebot gibt. Der Kursalon von Bad Vöslau. Als ich das erste Mal am Lindkugeltraillauf teilgenommen habe, hat er noch hier gestartet. Mittlerweile oder momentan, je nachdem, startet er unten. Das heißt, man kommt von da unten rauf. Das wären vom Start weg ungefähr 500 Meter sein. Die Frage ist, ob Harzberg deswegen so heißt, oder der Harzberg, weil, wie man sieht, hier haben wir wieder, das ist, was wir schon beim letzten Video gehabt haben, als wir beim Teufelsmühlstein waren, und zwar diese Einschnitte
um Harz zu gewinnen. Es wurde gerade durchgesagt, noch 580 Meter. Ich finde das doch recht spannend mit den Stiegen. Wer übrigens wissen möchte, wie es das sonst so ausschaut, kann ich nur nochmal hinweisen auf mein Video vom Lindkugellauf, wo ich letztes Jahr allerdings trainingsplanbedingt nur die 10 Kilometer gelaufen bin, aber wurscht. Da sieht man wunderbar, was man jetzt sinngemäß nicht sieht. Es gibt hier auch einen Geo-Lehrpfad. Das hier ist einer der Stationen. Und hier kann man etwas über den Steinalmkalk erfahren. Das schaut dann so aus. Gut, und wir kommen von da hinten und da rechts rüber geht es Richtung Harzberg. Wer schon niemand mal wissen wollte, wie es in Bad Vöslau am Harzberg ausschaut, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Am Harzberg ist nämlich nicht das gleiche wie der Harzberg, weil es gibt hier auch keine Kängurus, wie man sehen kann. Das eigentliche Ziel, nämlich eben diese besagte Känguru-Aufzuchtstation und die Aussichtswarte und das Gasthaus, sind ungefähr 500 Meter von hier entfernt. Und tatsächlich gibt es hier Kängurus. Da sitzt eines, da ist eines, da ist eines. Jetzt werden wir probieren mit der anderen Kamera, ob ich vielleicht noch näher einfangen kann, damit man es auch wirklich sieht. Man kann hier bei der Hütte tatsächlich Essen und Trinken erwerben. Das kriegt man dann in so Boxen. Ich habe in dem Fall Kaiserschmarrn und Kaffee. Und es gibt aber noch andere Sachen wie Pommes und Currywurst und ganz viele verschiedene Dinge. Und das geht dann so. Es gibt eine Outdoor-Küche sozusagen zum Teil. Und dann wirft man das Geld in eine Spendenbox. Also das läuft wirklich alles kontaktlos ab. Und das ist natürlich eine Freude für das Wandersmann, dass man hier sich trotz aller Umstände kulinarisch ein bisschen verwöhnen kann. Und so sieht das Ganze zubereitet aus. Köstlich! Hier haben wir eine weitere Station vom Geo-Lehrpfad. Und so schaut es dann aus, wenn man den Blick gerade ausrichtet. Und mit sehr viel Fantasie kann man sich vorstellen, wie es hier mal ausgesehen hat, wenn man sich sozusagen die Häuser wegdenkt und das Meer stattdessen herdenkt. So, für uns geht es jetzt da hinein, beziehungsweise da hinauf, auf die Harzbergwarte. Und so sieht der Blick, den wir gerade von unten gehabt haben, von oben aus. Wir sind jetzt auf der Harzbergwarte herum. Jetzt kann ich euch auch zeigen, jetzt sieht man die Leute eh nicht so genau. So funktioniert das da unten mit dem Restaurant momentan mit der Selbstausgabe. Der hintere in die Richtung geht es Richtung Hoher Lindkugel. So, jetzt nehme ich euch noch auf die andere Seite mit, aber ich drehe es zwischendurch ab, weil es sind sehr viele Leute herum. Leider sieht man das wegen dem Weitwinkel bei der GoPro nicht so gut, aber da hinten thront der Schneeberg. Tief verschneit nach wie vor. Und hier der Blick auf Bad Vöslau. Da drüben sieht man den Flugplatz von Bad Vöslau. Da hinten ist noch die Rosalia zu erkennen. Wir setzen die Harzbergrunde fort Richtung Bad Vöslau.
eindeutig zu alt für den Blödsinn. Wir sind wieder herunten. Da drüben hinter den Bäumen ist wieder der Kursalon von Bad Vöslau zu erkennen. Und ja, für uns geht es jetzt Richtung Bahnhof. Gut, ich werde mich an der Stelle gleich mit dem Kaiser im Hintergrund verabschieden. Und ja, wünsche euch noch allen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, schöne Ostern. Aber ich nehme an, ich werde mich alsbald mit einem weiteren Video melden. Ciao.